Einen wunderschönen guten Morgen aus dem sonnigen Cancun. Es sind tatsächlich nur einen Tag hier, deswegen wird das ein strammes Programm. Für viele ist Cancun der erste Ort, an dem sie landen, wenn sie in Mexiko Urlaub machen wollen. Uns ging es ähnlich, aber wir wollten uns trotzdem anschauen, was die Stadt zu bieten hat. Wir zeigen euch, was man hier in 24 Stunden erleben kann und wohin man von hier weiterreist. Wir haben uns jetzt dafür entschieden, hier in Cancun ein Fahrrad zu mieten, weil es doch ziemlich weitläufig ist. Also die Strände von unserer Airbnb-Bude sind 5 bis 8 Kilometer weit weg. Es ist sehr weitläufig. Wir sind jetzt hier gerade am Playa Lagosta angekommen. Das ist der Strand, der am nächsten zum Zentrum von Cancun ist. Das Wasser ist klar, man kann bis auf den Boden gucken, weißer Sandstrand, riesige Hotelanlagen, wow. Und aber leider ist auch hier das Problem mit dem Seegras nicht, also nicht ganz weg. Ich glaube, es ist wirklich hier überall ein großes Problem. Ja, je weiter man Richtung Norden fährt, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so mehr Hotels kommen. Das sind so fette Bunker, also ich kann mir auch vorstellen, dass sie wirklich geil sind von innen. Und hier gibt es auch immer mehr Restaurants, immer mehr Supermärkte, hier ist einfach mehr los. Keine Ahnung, ob ihr Forrest Gump Fans seid, aber hier ist die Baba Gump Shrimp Corporation. Also was man auf jeden Fall auch machen kann hier ist shoppen, shoppen, shoppen. Hier sind so viele Shopping Malls mit allen Läden, die du dir vorstellen kannst, von H&M bis Rolex, alles dabei. Danach waren wir noch am Playa Chacmool, für uns der schönste frei zugängliche Strand hier in Cancun. Hier gibt es kostenlose Schirme und auch Duschen, die für jeden zugänglich sind. Wofür Cancun noch berühmt ist, das Nachtleben, die Partys. Wir haben sogar tagsüber ganz viele Junggesellenabschiede gesehen. Haufenweise verrückte Leute auf den Straßen und eine absolut ausgelassene Stimmung. Hier geht die Party richtig ab, mitten am Beach! Mitten am Beach, das sieht aus wie ein fucking Hip-Hop-Video hier, Alter! Ja, also dieser Club hier, Coco Bongo, also ihr müsst hier hin, wenn ihr hier Party machen wollt. Also die Hotelzone an sich, so für Hotel, ein All-Inclusive-Urlaub oder so Halbpension hier hinkommen, abschalten, chillen am Beach, ideal. Aber ich würde mir hier direkt ein Hotel am Strand nehmen, weil im Zentrum ist es einfach nichts, also da gibt es nichts zu erleben. Und das Coole ist, du kannst dann wirklich von Cancun aus Touren buchen, also die fahren dich überall hin. Ich glaube, die holen dich auch vom Hotel ab. Es gibt hier Jetski-Angebote, es gibt hier Paragliding, also alles, was du aus so einem 5-Sterne-Hotel-Urlaub kennst, wird hier auch angeboten. Und die Touren natürlich zu Chichen Itza, zu den Cenoten Valladolid. Du kannst einen Tagesausflug nach Tulum machen. Hier wird wirklich, alles angeboten. Also Cancun bietet sich für die Leute an, so sehe ich das zumindest, die Bock haben auf 3 Wochen im Hotel, chillen, abschalten, einen traumhaften Karibikstrand. Oder so wie für uns, ein kleiner Zwischenstopp, denn es geht weiter, wir bereisen Yucatan. Für alle, die jetzt bis zum Ende dran geblieben sind, erstmal ein fettes Danke. Ihr würdet uns einen Riesengefallen tun, wenn ihr einfach den Kanal abonniert und ein Like da lasst.